Champions League Achtelfinal Rückspiele sind noch ausständig. Juve gegen Lyon und Bayern vor allem am Samstag. Dann gegen Chelsea mit dem dicken Polster von 3:0. Ich freue mich drauf. Und Juve, gerade italienischer Meister geworden, aber das ist auch schon wieder fast 3 Wochen her. Jetzt gegen Lyon und die haben das Hinspiel 1:0 verloren. Ganz genau. Und 6 Monate hatten sie jetzt Zeit gehabt, sich auf das Rückspiel einzustellen. Lyon, wie gerade gesagt, hat 1:0 daheim gewonnen. Jetzt Juve mit dem vermeintlichen Heimvorteil, natürlich ohne Fans unter Druck, Meister geworden. Ja, die letzten 2 Spiele auch verloren. Dafür ein bisschen mehr im Spielfluss, denke ich, denn die Liga hat erst vor wenigen Tagen ihr letztes Spiel gehabt, während Lyon eigentlich nur noch das Finale im französischen Pokal hatte gegen Paris Saint-Germain und das haben sie mit 1:0 nach Elfmeterschießen verloren. Genau. Von daher, Radek, was ist denn deine Einschätzung zu diesem Spiel? Ja, ein guter Punkt war natürlich, dass die französische Liga ja abgesagt wurde und deswegen musste sich Lyon mit ein paar Freundschaftsspielen gegen Antwerpen, gegen Gent in Belgien und gegen Celtic Glasgow und die Glasgow Rangers ein bisschen fit halten. Da haben sie 3 Spiele gewonnen, aber diese Freundschaftsspiele sind natürlich alles andere als aussagekräftig. Daher gehe ich jetzt mal stark davon aus, dass Juve hier zurückschlagen wird. Die Quote auf Juve, auch wenn es immer hier mit Bayern hin und her springt, ist natürlich alles andere als attraktiv mit 1,47. Aber ich denke auch, dass wir durchaus auf einen Asian Handicap-Sieg von Juve schauen sollten, denn ich gehe hiervon schon ziemlich einen Unterschied aus. Denn wie du gesagt hast, Juve noch einigermaßen im Saft, italienischer Meister, auch wenn sie die letzten beiden Spiele verloren haben, haben sie sich wahrscheinlich auf dieses Spiel bestimmt vorbereitet. Denn Ronaldo ist ein Champions League-Spieler, das wissen wir alle. Und deswegen denke ich hier, Asian Handicap minus 1 auf Juve, die gewinnen müssen und auch gewinnen werden und auch dann vielleicht mit mehr als einem Tor Vorsprung gewinnen werden, mit 1,78, ein bisschen niedrig die Quote, aber das wäre hier eine Wette, die ich absolut unterschreiben würde. Ja, das ist auch unsere erste Wette, denn selbst wenn 2:1 oder 1:0 ausgeht, dann kriegt man ja zumindest seinen Einsatz zurück. Und unser Freund Ronaldo könnte dann die Champions League in seiner Heimat fortsetzen. Darf man auch nicht ganz außer Acht lassen. Der wird das 10-fache motiviert sein von normal. Mhm. Ja, der ist ja auf der Blumeninsel Madeira geboren und Lissabon ist ja da schon ein Stück weg. Aber ist egal, ist Portugal, Portugal der Hauptstadt und deswegen wird er da wahrscheinlich alles dran setzen, dass er da auch am Start ist mit Juve. Und natürlich geht es natürlich auch um einen Haufen Kohle und ich denke, Lyon wird dem nicht viel entgegenzusetzen haben. Sind ja auch mit etwas Glück überhaupt in dieses Achtelfinale gekommen. Da war ja alles sehr eng beieinander und überzeugend waren die eigentlich in wenigen Spielen, unter anderem im Hinspiel. Aber ja, so viel Glück haben die wahrscheinlich nicht nochmal. Jetzt haben wir noch einen anderen absoluten Kracher an diesem Freitagabend. Also wenn man sich entscheiden muss, welches Spiel man schaut, glaube ich, fällt die Entscheidung schon relativ leicht. Denn Manchester City gegen Real ist natürlich hier eine andere Hausnummer. So sieht's aus. Also Manchester City hat 2:1 gewonnen. Jetzt vor kurzem wurde ja auch wieder bekannt gegeben, dass die Freunde nächstes Jahr doch in der Champions League teilnehmen dürfen. Kommt leider nicht überraschend, wie auch immer diese Entscheidung gefällt wurde, spielt in dem Spiel keine Rolle. Real Madrid, Meister, in den letzten Spielen, glaube ich, in der Liga auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber das hat da schon keine Rolle mehr gespielt. Sie sind souverän Erster geworden, City Zweiter hinter dem bockstarken Liverpool und eigentlich beste Voraussetzung für die, sowohl von ihrem Matchflow sozusagen, als auch von der Leistungsdichte, dass sie jetzt vielleicht die erste Champions League nach Hause holen, sind natürlich dementsprechend Favorit für den Einzug und es spricht eigentlich gar nichts dafür, dass Real ein 2:1 Heimniederlage wieder wettmachen kann. Also von daher, da brauchst du nicht großartig drauf tippen, vielleicht ein Unentschieden. Oh, naja, also so krass Außenseiter Real Madrid, die ja die Champions League jetzt ja fast schon dominiert haben die letzten Jahre, würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Also wir sehen noch ein bisschen
Probleme mit der Ozpedia-Seite, die jetzt neu gelauncht wird und dann noch mehr Infos bietet als vorher, aber es ist natürlich noch nicht alles rund. Nur zur Erklärung, warum jetzt hier im Hintergrund oft das hin und her springt, da steckst nicht drin. Aber die Quoten stimmen definitiv hier auf Real mit einer 4,6. Finde ich etwas zu hoch, weil ja Real immerhin als spanischer Meister hier nicht chancenlos daherkommt. Würde ich mich nicht auf einen Manchester City-Sieg unbedingt versteifen. Also von daher wäre vielleicht ein Double Chance auf Real interessant. Da kriegt man eine Quote von 2,20. Aber da du ja komplett auf die andere Mannschaft abzielst, kommen wir hier wahrscheinlich nicht zu einer Einigung. Meins war tatsächlich aufs Weiterkommen bezogen. Tatsächlich glaube ich schon, dass das hier unentschieden ausgehen kann. Also von daher finde ich die Double Chance nicht uninteressant. Mir geht es darum, ich sehe Real auf gar keinen Fall in der nächsten Runde. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum Man City hier großartig dominieren sollte. Unentschieden ist für mich tatsächlich eine sehr, sehr interessante Quote und Wette. Dementsprechend deckt ein X2, a Double Chance auf Real, natürlich auch das Unentschieden ab. Mhm. Wäre natürlich auch interessanter, wenn Manchester City mal weiterkommen würde. Die haben ja nicht unbedingt viel Glück in der Champions League gehabt und Pep Guardiola will natürlich auch die Champions League gewinnen. Und Funny Fact noch am Rande, Manchester City war ja auch Top-Favorit auf den Champions League-Titel vor dieser sehr langen, langgestreckten Saison. Also, wir geben keinen Tipp ab. Wenn ihr da draußen einen besseren Vorschlag habt bei diesem Spiel, gerne in die Kommentare. Und dann haben wir natürlich am Samstag das Spiel der Bayern zu Hause gegen Chelsea. 3:0 das Hinspiel. Die Bayern unnachahmlich seit dem Restart als einzige Mannschaft in der Bundesliga ohne Fehl und Tadel. Und die wollen das Triple. Und die können das Triple auch gewinnen. Und da ist Chelsea eigentlich nur noch so eine kleine Randnotiz, aber das könnte gefährlich werden. Ja, also Bayern hat natürlich ein 3-0 in petto, auswärts Sieg, von daher, da wird auch nichts mehr passieren. Ansonsten, wenn das Spiel nicht ganz so deutlich gewesen wäre, hätte Bayern schon von allen Mannschaften, mal Lyon abgesehen, schon den größten Wettbewerbsnachteil, weil in der Liga haben sie auch schon nicht mehr großartig eigentlich gewinnen müssen, Druck gehabt sozusagen. Und jetzt am ein paar Wochen schon Pause. Von daher ist auch ein Spiel, was du eigentlich fast nicht tippen kannst, weil man sich auch fragt, was ist jetzt eigentlich so die Taktik von Chelsea? Also glauben die daran? Geben die Vollgas auf Offensive? Falls ja, denn das müssen sie eigentlich, könnte man mal über Tore überlegen. Und dann ist natürlich die Frage, was macht der FC Bayern von der Taktik? Auf einen Bayern-Sieg würde ich allein schon wegen der Quote nicht tippen. Das macht gar keinen Sinn. Es macht auch jetzt keinen Sinn, da auf Bayern minus 1 oder so zu gehen, um vielleicht einen Bayern-Sieg eine höhere Quote zu bekommen. Und über 3 Tore, eine 1,66, könnte man theoretisch überlegen. Aber wenn man so lange Pause zwischendurch hat, dann frage ich mich eher, sollte man eher in die andere Richtung gehen, also unter Tore. Und dann ist wieder die Sache, aber wenn Chelsea nicht von Anfang an alles raushaut an Offensive und Konter fängt, dann sind die auch dumm. Also ich finde das jetzt nicht einfach, eine sinnvolle Quote zu finden. Ja, das sehe ich genauso. Also da geht man schon davon aus, Chelsea will ein Tor schießen. Bayern wird sich erstmal vielleicht mal ein bisschen zurückhalten, aber andererseits haben die bestimmt keine Angst vor Chelsea und können die natürlich auch wegklatschen wie an und dazu mal Tottenham. Und deswegen eher ja, über Tore, wie die Buchmacher das von der Quote her auch richtigerweise wahrscheinlich so einschätzen. Aber dafür die Quote natürlich uninteressant. Bayern-Sieg finde ich auch zu krass. Würde fast eher dazu tendieren, dass Chelsea vielleicht sogar unentschieden oder knapper Sieg hier gelingen kann, weil sie ja gar nichts zu verlieren haben. Bayern springt nur so hoch, wie sie müssen. Von daher wäre das eine Double Chance auf Chelsea durchaus interessant mit einer Quote von 3,3. Wenn man jetzt hier noch ein bisschen in den Handicaps weitergeht und sagt, plus 1,25 auf Chelsea findest du gut, plus 1,5 auf Chelsea heißt, findest du noch besser, heißt, man kriegt das Geld zurück.
nehmen, der die Wette ist einfach gewonnen, wenn Chelsea mit maximal einem Torunterschied verliert. Und mit zwei Toren Unterschied, wenn sie verlieren, dann ist es natürlich vorbei. Aber ich denke, sie machen es knapp oder sie können sogar einen Unentschieden holen. Deswegen würde ich das hier als Wette machen mit Quote 1,98, weil die Bayern sich nicht verausgaben wollen und dann fit sein wollen fürs Viertelfinale. Genau. Und dann, coole Wette gefunden. Gefällt mir sehr gut und deckt die bessere Wahrscheinlichkeit ab. Ja, der Under, der ist natürlich immer dabei, wenn es bloß gegen die Bayern geht, obwohl die Bayern hier von vielen natürlich als Top-Favorit mittlerweile auf die Champions League gelten. Denn wer soll sie denn aufhalten? Barcelona etwa? Tatsächlich sprichst du da ein wahres Wort gelassen aus, denn ich habe ja schon in der Champions League Gruppenphase gesagt, dass Tottenham einen Stich gegen Bayern hat. Im Hinspiel habe ich Chelsea auch was eingeräumt und bin bitterböse auf die Schnauze gefallen. Aber jetzt geht's zu Barcelona gegen Neapel. Barcelona auch in der Saison auf die Schnauze gefallen. Zweiter geworden, das ist deutlich hinter den Ansprüchen. Und jetzt geht es auch wieder im Rückspiel gegen Neapel quasi ums Überleben. Das Hinspiel kann sich kein Team beschweren, 1-1. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat Neapel in dieser Champions League noch gar kein einziges Spiel verloren. Das ist auch mal eine Kunst. Von daher spricht doch sehr, sehr viel, dass dieses Spiel nach 90 Minuten mindestens unentschieden ausgeht. Und bei Barcelona hört man ja davon, dass Messi unzufrieden ist. Und bin mir jetzt nicht sicher, ob die einfach in der Champions League wirklich drauf loslegen. Neapel hat auf jeden Fall hier schon was zu melden, oder Radek? Siehst du da irgendwas? Ich kann Neapel ehrlich gesagt nicht so gut einschätzen. Die spielen aber immer besser, als ich zumindest es immer gedacht habe. Oder zumindest vom Ergebnis her. Klassischen Catenaccio-italienischen Ergebnisfußball. Dass Barcelona hier nicht wesentlich besser sein soll, frage ich mich schon, warum die Quote auf Barcelona hier 1,66 ist. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Barcelona hier gegen Neapel ausscheidet. Wäre echt eine kleine Sensation, wenn nicht sogar eine ziemlich große. Also müsste man hier eigentlich schon auf den Sieg von Barca setzen, finde ich. Aber wenn du da die Italiener stark redest. Was haben wir denn für eine Quote, wenn wir auch wieder mal auf den Außenseiter plus 1,5 gehen? Nein, da wäre ich auch gar nicht dabei irgendwie, weil ich schon wirklich hier, wenn dann auf Barcelona minus 1 gehen würde, mit einer 2,16. Und wenn du sagst, die 1,5 auf Neapel reizt dich mehr? Na, also 1,5 für eine 1,5er Quote braucht es jetzt auch nicht. Also ich glaube, dass wir hier alle drei Ereignisse abdecken. Das ist auch schon mal eine Kunst für sich. Du sagst Sieg Barcelona, ich sage X2. Das heißt, das Schöne an diesem Spiel ist, einer von uns wird recht haben. Und ich glaube, dann belassen wir es einfach bei unseren drei Vorschlägen und unseren drei Wetten, die wir dann letztendlich auch abschließen werden. Und die würden wir jetzt nochmal zusammenfassen. Ja, wir rollen das Feld von hinten auf. Bei Bayern gegen Chelsea würden wir dem Außenseiter Chelsea eine plus 1,5 bei einer Quote von 1,98 zutrauen am Samstag. Und dann haben wir noch am Freitag die Spiele gehabt. Genau. Unter anderem Juve gegen Lyon. Wo wir sagen, Juventus gewinnt auf jeden Fall und wir geben ihnen noch ein Asian Handicap von minus 1. Sie müssen mit zwei Toren Abstand gewinnen für die Quote von 1,78. Mhm. Und bei Manchester gegen Real? Da sind wir uns auch wieder nicht so ganz sicher. Würden ja, weil aber du drei Wetten gesagt hast, dachte ich, wir hätten hier uns vielleicht doch drauf einigen können, aber auf X2, ne? Ja. Aber das ist so, ja. Zwei Wetten für die Champions League Rückkehr ist doch zum Anfang schon mal ganz gut. Diese Rückspiele sind unglaublich schwierig. Viel spannender hingegen wird es dann in der nächsten Woche, wenn wir wissen, wer im Viertelfinale ist. Da kommt quasi fast täglich ein Do or Die, ein K.O.-Spiel im Viertelfinale. Gibt es ja kein Hin- und Rückspiel mehr, sondern der Winner kommt eine Runde weiter. Das heißt, im August haben wir noch richtig viel hier auf dem Kanal. Champions League, Champions League, Champions League und NBA natürlich auch. Von daher können wir uns auf viele Sportereignisse im August freuen und wir freuen uns, dass ihr immer noch mitschaut und eure Tipps in den Kommentaren abgibt. Normal bin ich derjenige, der immer nicht zum Punkt kommt, dieses Mal du. Also
Daumen hoch, Abo und bis bald.